So, hallo zu einem neuen Video hier auf RPC Community TV oder halt bei Open Beta, je nachdem, wo ihr dieses Video guckt. Es ist wieder mal eine Kooperation. Es wird auf beiden Kanälen deswegen auch erscheinen. Und ich wurde letztens gefragt, wie schaffst du es mit einem Low-Setting-PC deine Streams zu machen ohne Frame Drops etc., denn dazu gibt es kein Video, Leute. Es gibt nur Einstellungsvideos für halbwegs normale Rechner, aber ihr könnt auch mit einem Low PC oder mit einem Laptop und dann PlayStation 4 eure Aufnahmen machen, und das Ganze will ich euch heute mal zeigen. Ich habe für euch extra jetzt hier das Ganze in Dark gemacht, damit ihr nicht hier Augenkrebs bekommt und euch das total in die Fresse scheint. Ich glaube, so ist es ein bisschen angenehmer zu sehen. Ja, hier die Einstellungen sind allgemein, denke ich, muss man nicht viel zu sagen. Beim Starten nach Updates suchen, Bestätigungsdialog beim Streamstopp, Quellenausrichtung, Aktivierung, Ausrichtung 10. Quellen an anderen ausrichten kann man auch machen. Und dann gehen wir zu den Streams. Hier eure Sachen wie immer. Das kriegt ihr ja in jedem Video. Ich habe es jetzt auf Frankfurt stehen, könnt es bei mir jetzt aber auch auf die Niederlande, Amsterdam stellen. Das würde kaum Unterschied machen. Aber jetzt kommt das Wichtige. Ein Low-Setting-PC hat einen schwachen Prozessor. Leuchtet ein. Ich würde überprüfen, ob ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Bei Laptops ist es meist unausweichlich. Da wird's hundertprozentig, sagen wir mal zu 9,9% wird's ein Nvidia-Grafikkarten-PC sein und ein AMD oder Intel Prozessor. Auf jeden Fall geht ihr dann hin und stellt die Nvidia-Kodierung ein, den Erzwingen des Streamdienstes, auch klar. Schaltet auf jeden Fall die Skalierung auf 720p, CBR, Bitrate auf 2500, so oder geringer. Da solltet ihr auf jeden Fall vorher mal einen Speedtest eures Internets machen. Dabei ist die Uploadrate entscheidend, nicht der Download. Der Upload. Keyframe auf 2. Voreinstellungen Standard. Profil Main. Level automatisch. Benutze Two-Pass-Kodierung nur bei Voids, daher nicht für uns relevant. Die laufen auch so auf Twitch. Ja, hier könnt ihr noch eure Soundkarte einstellen, eure Audio-Settings, eure Basisleinwand. Da müsst ihr auch wieder selber gucken, was ist eure Größe. Rausskalieren auf 720p. Skalierungsfilter bei 16 Stichproben reicht vollkommen aus. Übliche FPS-Werte bei 30 Frames die Sekunde. So, erweitert habe ich Priorität auf Normal, Rendern mit Direct 3D 11, NV12, UV-Farbmatrix 601, Farbbereich begrenzt, Audio auf Standard und so weiter. Das könnt ihr eigentlich so lassen. Streamverzögerung aktivieren und die Verzögerung zwischen 10 und 20 Sekunden setzen. Lückenlose Wiederverbindung finde ich sehr wichtig. Wiederholungsprozess zwischen 2 und 20 Sekunden und das Interface auf Standard. So, damit sollte das Stream an sich kein Problem mehr sein. Sollte es beim PC doch zu Lags kommen,
solltet ihr euren Task Manager aufrufen und gucken, wie hoch eure Prozessorleistung ist. Sollte die zu hoch sein, stellt die Spiele was niedriger, von mir aus auf Normal oder Low Settings. Bei ein paar Spielen macht es was aus, bei anderen wiederum nicht. Aber dazu komme ich jetzt gleich, wie man das Ganze wie gut lösen kann, sage ich mal. Aber dazu nach einem kurzen Cut. So Leute, ja, jetzt sind wir hier in Overwatch. Und das ist unser erstes Spiel für heute. Würdet ihr sagen, dass dieses Spiel jetzt gerade auf Low Settings läuft? Ich glaube nicht, oder? Der Trick dahinter liegt hier. Video, ihr seht hier auch niedrig eingestellt, erweitert. Ich habe meine Renderskalierung auf 100, Textur Details auf 100, also auf hoch, Textur Filterqualität auf Ultra. Da müsst ihr aber selber gucken, wie ihr das ungefähr auf der Höhe schafft. Jeder Prozessor macht das ein bisschen anders mit. Und dann hätte ich hier noch Effekt, die Model Details auf hoch und die Anti-Aliasing Details auf hoch stehen. So, und dadurch kriegt ihr das so hin. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir bei Rocket League sind mit Low Settings. Dies nach einem kleinen Cut. So. Da bin ich wieder. Und ja, das wäre dann Rocket League in Low Settings. Das sieht einfach nicht schön aus. Sagen wir es ehrlich, wie es ist. Das kann sich mit der PlayStation 1 oder 2 messen. Aber dafür haben wir einen kleinen Trick. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Video und stellen das Anti-Aliasing hoch. Und die Renderqualität auf hohe Qualität. Und das war's schon. Und seht da, so scheiße sieht das Spiel gar nicht mehr aus. Und ihr erreicht sehr hohe FPS-Zahlen und das Spiel wird immer noch schön aussehen und ihr werdet keine Probleme damit haben, das Spiel erträglich in einer halbwegs guten Grafik spielen zu können, wo ihr keinen Augenkrebs von bekommt. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta.